Guten Morgen allerseits. Es ist Samstag in der Früh, der 16. März 2024. Ja, und was soll ich sagen? Ich bin wieder mal nicht live. Warum, wieso, wisst ihr, wenn ihr hier regelmäßig vorbeischaut. Samstag ist der Tag, an dem ich, ja, an dem ich tatsächlich mal ein bisschen früher, ein bisschen länger ausschlafen kann. Jetzt haben bei uns auch noch die Ferien begonnen und für mich bedeutet das, dass ich doch durchaus einiges mehr an Ruhe finden darf als sonst, was mich sehr freut. Ja, außerdem habe ich heute einen Workshop zu dem Thos-Tarot zusammen mit Roé. Ich bin schon sehr aufgeregt. Ich glaube, das wird sehr spannend werden. Und deswegen gibt es heute den Tagesimpuls mal wieder vorbereitet. Morgen werde ich dann höchstwahrscheinlich wieder live gehen. Morgen ist ein spezieller Tag für mich, aber ich glaube, ich werde das trotzdem machen. Und ich freue mich, dass ihr jetzt trotzdem eingeschaltet habt. Heute ist der 16. März 2024 und in der Quersumme errechnet kommen wir da auf die Zahl Nummer 9, die wir heute, nein, schon öfters hier besprochen haben. Die 9 passt insofern gut, dass es um Rückzug geht bei dieser Karte. Der Eremit ist dadurch wachgerufen und ja, Christopher ist ja heute auch nicht live gegangen. Und wie gesagt, wir hier im mantischen Studio, wir sind auch ein wenig auf Rückzug eingestellt. Und da passt es sehr, sehr gut, sich mit dem Eremiten auseinanderzusetzen. Und vielleicht macht ihr das auch. Wenn ihr euch entsinnt, haben wir zu Neumond nicht nur eine Rune bekommen, sondern auch eine Tarotkarte. Die Rune war die Jera, das Jahr, die Bewegung des drehenden die Bewegung der Jahreszeiten und die Tarotkarte, ich habe sie euch nochmal mitgebracht, war der Eremit. Also haben wir heute einen Tag, an dem wir diese Themen, die zu Neumond für uns losgesprengt wurden, wirklich sehr, sehr gut noch einmal in uns wachrufen können. Eine Karte, die uns auffordert, in die Natur zu gehen, in die Stille der Natur zu gehen und dort unser eigenes, ganz persönliches Licht zu entzünden und herauszufinden, was wir brauchen, um glücklich und zufrieden zu sein. Es ist keine Karte der großen Worte, sondern es ist eine Karte, bei der wir uns mit uns selbst auseinandersetzen, ja gerne auch was lernen oder lehren dürfen. Der Eremit ist ein wichtiger Lehrer im Tarot und vor allem ein Tag, wo wir mehr Selbsterkenntnis finden können, wenn wir das möchten. Ich kann euch nur sagen, der Eremit schließt auch Dinge ab, daher nicht nur die Neumondenergie ist dadurch angesprochen, sondern auch das Thema, der Winter geht nun zu Ende, wie starte ich in meinen Frühling, was möchte ich ins Leben rufen, neu ins Leben rufen, wenn es in den Frühling geht, was möchte ich lieber zurücknehmen, was ist mir nicht so wichtig, das sind Dinge, die ihr heute gut besprechen könnt. Und ich würde vorschlagen, wir fangen gleich damit an. Überlegt euch, was euer Plan ist für die nächste Zeit, für den Frühling. Und ich gebe euch jetzt noch eine Karte aus dem Deck von Crawley und Frieda Harris mit, was ihr heute besonders, worauf ihr heute besonders achten solltet, um diesen Frühling für euch so zu gestalten, wie ihr das im Sinne des Eremiten gerne haben möchtet. Da ziehe ich den Magier. In diesem Deck sind 3 Magiere enthalten. Das hat eine spezielle Geschichte, die ich jetzt nicht ausführen werde. Aber dieser Magier wird auch gerne der Magier als Magier bezeichnet, der besonders mystisch ist. Wir sehen, er steht auf dem Affengott und kommt ziemlich ägyptisch daher. Ich mag diesen Magier lieber als den, der es letztendlich in das Original Deck geschafft hat. Und der Magier fordert uns natürlich auf, genau wie ich gerade sagte, über vieles nachzudenken, Pläne zu machen, vielleicht auch einen ersten Samen zu setzen. Nicht nur zu schauen, was ist gewesen, sondern was soll als nächstes kommen. Geht in die Natur, pflanzt etwas und wenn ihr nicht gerne in die Natur geht, dann pflanzt etwas daheim, räumt etwas auf, mistet aus oder sagt einfach, hier, das ist, womit ich jetzt beginne. Ich werde genau das tun, denn das habe ich bitter nötig und
Ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag. Mit Magier und Eremit kann das nur ein fantastischer Workshop werden heute. Er beginnt um 10. Falls noch jemand Lust hat, schreibt mich an. Ihr könnt gerne auch noch mitmachen. Und ansonsten habt einen super Tag. Wir sehen uns morgen. Macht's gut.